Was ist Musik? Lebendige Bandbreite. Passion. Musik gibt mir die Möglichkeit, loszulassen. Lebensfreude. Ausgleich. Emotion. Ausdruck der Gefühle. Musik. Die Auswahl der Stücke, der Programme entsteht unterschiedlich. Manchmal gibt es ganz konkrete Anlässe. In diesem Falle war es so, dass Hayo natürlich einer aus der Pianistenriege ist, der dieses wirklich für den Solisten sehr, sehr schwere Stück, ein anspruchsvolles Stück, spielen kann. Für die beiden Konzerte mit Hayo zusammen gibt es Pressemeldungen inzwischen hier. Ich weiß nicht, ob alle die gesehen haben. Können wir jetzt mal rund gehen lassen mit einem Foto. Da ist, glaube ich, die aus Bielefeld. Die Zusammenarbeit war spannend, weil Hayo Chang einfach ein Solist von Weltruhm ist oder zumindest weltbekannt ist und auf dem Weg dahin ist. Ich fand es toll, dass er so gut auf uns eingegangen ist als Orchester. Wir sind ja vermutlich auf einem etwas niedrigeren Niveau als er. Dass er auch so professionell war und sich schnell uns anpassen konnte. Wir hatten nicht viele Proben mit ihm zusammen. Solist und Orchester müssen sich natürlich auf ein gemeinsames musikalisches Ergebnis verständigen. Das heißt, Dirigent und Solist arbeiten auch in Absprache miteinander. Mal hat das Orchester Vorfahrt und der Solist muss sich einfügen. Dann hat der Solist Vorfahrt, das Orchester begleitet. Dann kommt für den Dirigenten natürlich noch spannend hinzu, dass der Solist nicht jeden Abend gleich spielt. Das kann also durchaus in einer Probe anders sein als im ersten Konzert und im zweiten Konzert wieder anders als im ersten Konzert. Das macht die Sache sehr spannend. Jetzt alle so schön hier beisammen seid, ist es eine gute Gelegenheit, schon mal ans nächste Semester zu denken. Ich studiere ja Musik auf Lehramt und dafür ist es ganz wichtig, breit gefächert zu sein und viele Dinge mal gemacht zu haben, finde ich. Ich glaube, dass es über eine praktische Schiene sehr gut möglich ist, viele Musiken kennenzulernen. Im Prinzip steht das Symphonieorchester der Uni ja allen Interessenten offen, die in irgendeiner Weise mit der Uni zu tun haben, Studenten, Kollegen, Mitarbeiter. Wir haben auch, wie in allen anderen Ensembles, einen kleinen Anteil Externer, das ist auch möglich. Unsere eigenen Studierenden sollen natürlich in erster Linie auch die Möglichkeit haben, diese Erfahrung zu machen und damit zu spielen. Ich persönlich finde die Minuten vor dem Konzert immer recht anstrengend. Meistens ist man schon 1 bis 2 Stunden vorher am Konzertort, spielt sich ein, bereitet sich auch mental auf das Konzert vor. 10 Minuten vor dem Konzert geht man dann runter zur Aula, wartet in dem Nebenraum und ab da guckt man nur noch auf die Uhr, wartet eigentlich, dass es losgeht, dass die Leute ruhig werden, dass das Konzert beginnen kann. Wir sind ja jetzt auch in Bielefeld an einem anderen Spielort, andere Räumlichkeiten, anderes Publikum, andere Situationen. Also ich selber finde die Momente vor dem Konzertbeginn eigentlich sogar immer ganz besonders prickelnd so. Es hat irgendwie so eine schöne Spannung. Man will dann auch wirklich loslegen und sagt so, jetzt kommt's gleich, man freut sich. Also ich freue mich drauf und mache den Job eigentlich lange genug, dass es jetzt nicht mehr Lampenfieber in dem Sinne ist, sondern wirklich eigentlich diese freudige Spannung, die man braucht, glaube ich, wie auch ein Sportler oder alle, die auf der Bühne stehen. Applaus
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich am häufigsten doch mit zum Beispiel Rundfunkorchester, also Berufsmusikerorchester, häufig konzertiere. Das sind auch ältere Gruppen und das ist für mich auch nicht ganz oft mit so einem sozusagen Jugend-Symphonieorchester zusammen zu spielen. Das freue mich sehr, so viel Vitalität zu leben, Lebendigkeit. Diese wohlwollende Musizieren, das zum Beispiel bei vielen Orchester, die wirklich viele Konzerte im Jahr spielen, hat das nicht. Und das ist, merkt man, dass es ein besonderes Erlebnis oder Highlights ist, dass jeder wirklich 100% gibt. Und dieses positive Energie hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das war toll. Danke. Ja, das war gut. Das haben wir Hajo fährt nicht mit uns zurück. Und insofern denke ich, sollten wir ihm nochmal ganz lieb danken. Und es war ein Erlebnis, es war toll. Ich hoffe, wir konnten dir einigermaßen genügen. Uns hat viel Spaß gemacht. Und nochmal ganz lieben Dank, Hajo. Ich habe vielen Dank. Das war eine schöne Zeit mit euch. Man kommt nicht so häufig in die Situation, mit so bekannten Künstlern zusammenzuarbeiten, gerade als Lehramtsstudent nicht, weil man immer in so einem gewissen semi-professionellen Bereich bleibt. Also würde ich jetzt eine künstlerische Ausbildung verfolgen und mein Ziel wäre es, Künstler zu werden, dann sähe das nochmal anders aus, aber gerade fürs Lehramt ist es eine sehr schöne Sache, mit so einem bekannten Künstler zusammenzuarbeiten.